In Yu-Gi-Oh! Heißt die Devise, je simpler die Karte, desto besser ist die Karte. Und heute habe ich für euch einmal ein paar Karten mitgebracht, die so simpel sind, dass sie einfach unglaublich gut sind. Das einfachste Beispiel ist natürlich Topf der Gier. Ich denke mal, da brauche ich nicht drüber reden. Die Karte sagt, zieh zwei Karten. Kürzer Text im Game. Die beste Karte, die jemals gedruckt wurde. Und mit der Prämisse gehen wir mal ganz kurz in die Karten rein, die ich für euch heute einmal habe. Das sind alles Extra-Deck-Monster und ich dachte mir, ich nehme mir mal ein paar Karten, die wir sehr viel sehen, in sehr vielen verschiedenen Szenarien, Game-States, Meta-Formaten, die einfach immer mal wieder auftauchen, weil die halt simpel sind, aber gut sind. Wir fangen mit einem Random-Pick an und das ist einmal Gagaga Cowboy. Diese Karte hat zwei Fähigkeiten, die eine ist uns aber vollkommen egal, die zweite ist für uns die relevante und die sagt, hänge ein Material ab und füge dem Gegner 800 Punkte Schaden zu. In jedem Deck, was zwei Level 4 Monster aus Feld setzen kann, wenn ihr in einer Situation seid, die in Time geraten kann, gewinnen euch diese 800 Life Points das Match oder das Game in dem Fall. Und das ist eine Karte, die ist so super simpel, dass sie selbst heutzutage noch Play sieht, weil sie einfach ist, effektiv und man nicht viel verkacken kann, weil häng ab, 800 Punkte Schaden, wow, ich hab's verstanden, ist jetzt nicht so kompliziert. Unglaublich gute Karte, natürlich aktuell nicht die meistgespielte, aber ist eine Karte, die immer mal wieder auftaucht und ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr auf Turnieren geht und es gibt Decks, die Rang 4 Monster bauen können. Und die wirklich mal so in Time gehen können, werden die wahrscheinlich irgendwo eine Möglichkeit haben, Lebenspunkte zu generieren, wenn sie nicht in Engine das sogar besser machen können als mit Gagaga Cowboy. Aber Cowboy ist mit 2 Level 5 eigentlich die einfachste Möglichkeit. Die nächste Karte sind eigentlich zwei Karten, denn das sind eigentlich beides Karten, die was Ähnliches tun und ähnliche Materialien brauchen. Die brauchen jeweils 2 Level 4 Monster. Ähnlich wie der Cowboy von gerade, nur die attackieren andere Felder. Die erste Karte ist einmal Baguska. Die Karte sagt einfach nein. Relativ simpel. Wenn Baguska in Verteidigung liegt, dreht die alle Monster auf dem Feld in Verteidigung und Effekte, die in Verteidigung aktiviert werden, werden annulliert. Viel einfacher als das geht's nicht. Diese Karte hardcountert aber sehr, sehr viele verschiedene Deckstrategien. Die ist gar nicht so einfach zu outen, denn die ist ein Buddy auf dem Feld, wo ihr drüber rennen müsst und ihr müsst dafür ein Linkmonster haben, um drüber zu rennen. Denn alles andere wird ja in Dev gedreht oder ihr müsst die anderweitig outen. Mit Karten, die was zerstören können, die die einfach Fälle entfernen können. Aber eine sehr simple Karte, drehen Dev, nein. Die nächste Karte, die sehr ähnlich zu Baguska ist, macht das gleiche, nur nicht auf dem Feld. Und das ist einmal die Karte Abyss Dweller. Auch die braucht 2 Level 4 Monster. Und diese einfach, Effekte im Friedhof können nicht aktiviert werden. Das ist in einem Spiel, wo der Friedhof quasi die zweite Hand ist, extrem mächtig. Die taucht natürlich nicht in jedem Format auf, weil nicht jedes Deck es schafft, 2 Level 4 Monster aus Feld zu kriegen. Aber in einem Format, wo wir sehr viel mit dem Friedhof spielen und wir Decks haben, die Level 4 Monster aus Feld beschwören können, relativ einfach, ist das eine Karte, die wir wahrscheinlich in jedem Extra-Deck sehen werden. Einfach, aber gut. Die hat auch noch einen zweiten Effekt, den niemand kennt und den werde ich euch jetzt verraten. Pass auf, der ist wichtig für das aktuelle Format. Wenn die ein Wassermonster als Material hat, pusht die alle Wassermonster um 500. Und zwar nicht nur sich selber, sondern alle Wassermonster. Kleiner Funfact am Rande. Der kann relevant werden, wenn ihr gegen Tiermensch spielt. Nur so für euch. Die nächste Karte ist noch eine simplere Karte. Und das ist ein Linkmonster. Nightmare Phoenix. Viel simpler als diese Karte geht es gar nicht. Diese Karte braucht zwei Monster mit verschiedenen Namen, um sie zu beschwören. Das war's. Mehr braucht die Karte nicht. Dann könnt ihr eine Karte abwerfen und eine Zauber- und Fallenkarte vom Gegner wählen und die zerstören. Diese Karte kann also mit jeden zwei Monstern und einer Karte auf der Hand ein Floodgate outen, eine nervige Zauber- und Fallenkarte, irgendwas auf dem Feld, was euch stört. Simpler als das geht's halt gar nicht. Wir hatten früher mal ein paar andere Möglichkeiten wie Castell und wie den Tornado-Drachen, die sowas ähnliches machen konnten. Aber so simpel, wie der Phönix das macht, einfacher geht's nicht. Witzigerweise hat auch der Phönix einen zweiten Effekt. Wenn der Pfeil von dem Phönix auf einen anderen Pfeil drauf zeigt, könnt ihr sogar noch eine Karte ziehen. Auch das, wie
Für die es nicht wussten, jetzt wisst ihr Bescheid. Ist nicht ganz so simpel wie der erste Effekt, der sagt halt Planung und Zerstör. Ist natürlich ein bisschen komplexer, aber die Karte trotzdem super simpel. Falls ihr mehr von meinem Content hier sehen wollt, lasst mir gerne mal ein Like da für das Video. Dann mache ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Content für euch zum Thema Yu-Gi-Oh! Mit der nächsten Karte. Gleichzeitig eine der simpelsten und eine der stärksten Xyz-Monster, was wir im ganzen Game je gesehen haben. Und das ist einmal die Karte, die wir jetzt hier sehen. Zeus. Ich kürze einmal für euch ab, damit es halt für euch simpler ist. Denn heute geht es ja um simple Sachen. Zeus ist ziemlich, ziemlich mächtig, weil sie sehr simpel ist. Ihr könnt Zeus auf jedes Xyz-Monster beschwören, falls in dieser Runde ein Xyz-Monster gekämpft hat. Das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur mit einem Xyz-Monster den Damage-Step erreicht haben. Entweder ein gegnerisches Xyz-Monster, euer Xyz-Monster vollkommen bums. Dann könnt ihr in dieser Runde Zeus auf 1 eurer Xyz-Monster oben drauf beschwören. Und was diese Karte macht, ist noch viel einfacher. Ihr legt zwei Materialien weg und könnt alle Karten auf dem Feld, außer Zeus, ganz wichtig, auf den Friedhof legen. Also viel einfacher geht's nicht. Zwei weg, alles weg. Und die Karte ist nicht einfach Spielzug. Heißt, ihr müsst euch nicht mal merken, wie oft ihr das machen könnt. Ihr könnt das so oft machen, wie ihr zwei Materialien auf den Friedhof legen könnt. Also, auch da wieder, je einfacher die Karte, desto besser ist sie meistens. Auch die Karte hat übrigens noch einen versteckten anderen Effekt, den viele extrem oft vergessen. Auch hier für euch, sage ich euch kurz, was die noch kann. Wenn eine Karte auf dem Spielfeld zerstört wird, könnt ihr ein Material von eurem Deck, Friedhof, Exerdeck an die Karte anhängen als Material. Wenn ihr das nicht wusstet, wisst ihr jetzt Bescheid. Und die letzte Karte für heute ist wieder aus der Nightmare Family, weil die alle ziemlich simpel sind. Ich habe jetzt mal hier die beste Karte von den Nightmares genommen und das ist einmal Nightmare Unicorn. Auch da wieder super simpel. Ihr braucht zwei Monster mit verschiedenen Namen, um die zu beschwören, aber logischerweise mindestens halt Link 3, weil es halt Link 3 Monster ist. Das ist also bisschen komplexer als bei Phoenix, aber wenn man es einfach verstanden hat, gar kein Thema. Und was macht die Karte? Die Karte sagt, wirf eine Karte von Hand auf den Friedhof als Gossen, wähle eine Karte aufs Spielfeld und misch die ins Deck zurück. Viel einfacher als das geht's nicht. Wähle eine Karte, weg damit. Ihr könnt auch eure eigenen Karten wählen übrigens, das heißt, jede Karte auf dem Feld könnt ihr wählen und die ins Deck zurückjagen. Was halt ziemlich cool ist. Wenn die halt Pile of Fire zeigt, in einer anderen Karte, die ihr kontrolliert oder der Gegner hat, geht ein bisschen schwierig, aber wenn ihr eine Karte habt, die sagt Pile of Fire, ne, dann könnt ihr wieder eine Karte ziehen, wenn ihr den Effekt aktiviert habt. Auch da wieder super einfacher Effekt und halt auch wieder super einfach zu beschwören. Und das zeigt uns wieder, simple Karten sind gute Karten in Yu-Gi-Oh! Wenn ihr noch weitere Karten habt, die sehr simpel sind, aber unglaublich strong sind, die aktuell nicht auf der Bannlist sind übrigens, denn da gibt es halt sehr, sehr viele. Schreibt mir die gerne mal in die Kommentare, dann mache ich vielleicht noch einen Teil 2 dazu, wo ich ein paar andere Karten noch erwähne, die sehr simpel sind, aber wirklich ziemlich gut sind. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, da ist ein Video für euch. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.